That's part of a cook and good for the rest of our lives. Hallo Leute, ja, Vorbereitung zu Blogger-Treffen, eine Pfanne mit nichts drin außer Luft. Ja, und hier haben wir ein Drittel Butter erstmal. Das tun wir erstmal in der Ecke platzieren. Die Pfanne wird ja noch heiß. Paprika, Zwiebeln, Knobi. Und dann die Verwandlung. Bei der Macht vom Bacon. Ich habe die Kraft. Und den Bäcker erstmal in die Mitte legen, da wo die Butter noch nicht hingelangt ist. Dann soll ja ein bisschen ausdünsten und ja noch ein bisschen das Baconfett rauszischen lassen. Ja, ganz genau. Und den Knoblauch tun wir einfach schon mal in die Butter schütten. So, langsam holt uns die Butter ein hier. Oh, sieht schon ganz gut aus hier. Knobi natürlich auch mit den Wänden, ne? Zur Seite packen. Zwiebeln rein hier. Ja, sehr gut. So soll es sein, den andünsten hier. Und dann die Paprikas, ja. Philly Cheese Steak Paprikas quasi soll es werden. Ne? Also deswegen die Innereien vom Philly Cheese Steak oder das, was oben drauf kommt, kommt hier in die Pfanne. So, jetzt kann schon ein bisschen Paprika ran hier. Ja, einfach immer durcheinander mischen hier. Bis es dann irgendwann mal ein bisschen eingeschrumpft ist hier. So, oh, so sieht das schon gut aus. So kann man Gemüse dann wieder essen, ne? Ordentlich Butter für die Mutter. Runter damit, Baby. So, und dann, ja, Bierchen. Hakomat 3000 hier. Zack, hier. Messerchen. Und einen ordentlichen Block Cheddar hier. Habe ich mir organisiert. Ne? Hot Reggae Rub natürlich vorne. Ein bisschen schärfer muss sein, weil der Käse das wieder dämpfen wird. Deswegen muss ein bisschen was reinballern hier. So, ein paar Löffel rein und zack hier. Genaue Angaben wieder hinten drin, Freunde. Ist ja ganz klar. Ein bisschen rumstochern hier mit dem Prängel hier, mit dem Löffelchen. Und dann wemsen wir noch ein bisschen was hinterher. Oh, jetzt die Faust da rein und Doppelfaust. Ja, ja, ganz genau. So, immer rumkneten hier. Ah, als ob es ein Pizzateig wäre. Dann da drauflegen hier, ein schönes Würstchen formen. Ne? Und dann so eine Badewanne da in der Mitte machen hier. Warte, erstmal einmal eindrehen hier, Backpapier wieder genommen. Ja, Faust mit dem Dude. So, und jetzt drückt man hier so rein, ne, quasi. Das ist ja quasi der, man will ja innen drin was haben, ist ja ganz klar, ne. So, rein gedrückt, Schiffchen gebaut, ne. Und dann natürlich hier Pfanne her, Dude hat sich schon mal geholt. Ja, eigentlich könnte man eine Schippe nehmen, aber ich nehme aber die Hand hier, geht schneller. So, dann da rein geballert hier, das schönes Philly Cheese Steak Gerät bauen, ne. Quasi so ein Hackbraten mit Steak für die Cheese-Füllung, ohne Steak quasi, ne? Man nimmt noch die Faust noch zur Hilfe hier und drückt noch mal dran. Gibt's. Komm zu Daddy, Schiffchen. So, und jetzt versucht man da so viel Käse, wie es geht, reinzuquetschen. Nochmal sehen, ob ich den Block da reingelunzt kriege hier. So, scharfes Messer hier. Haha, ja, steht ja auch Grillschau drauf. Da muss ein bisschen gearbeitet werden. Ja gut, Käse, da bleibt ein bisschen was hängen. So, man schneidet ein paar Würfelchen ab hier, wie man es irgendwie gerne hätte. Und da muss man ja irgendwie drin rein verstecken. Ja, so, also quasi, ich bereite quasi das Endgericht hier fürs Blogger-Treffen vor. Sollte eine Käseplatte werden, ne? Aber so sieht meine Käseplatte aus. So, ordentlich Käse. Stopfomat 3000. Ganz genau. So, ja. Ich habe alles irgendwie reingekriegt. Mal sehen, ob ich es noch zukriege. Ja, da muss ein bisschen Handarbeit ran. Und ordentlich gedrückt werden. So. Oh, vielleicht habe ich es hier. Ja, wunderbar. Ja, ich krieg's doch wohl zu. Mit geschmeidigen Händen kriegt man ein Schiffchen gebaut. Und der Prängel ist startklar, würde ich sagen. Und ab dafür zu den Jungs nach Hameln. So, auf dem High Noon Barbecue-Gerät, Raketenofen, machen wir jetzt den Bacon hier unten. Kommt mal mit. Der Dirk hat hier unseren Raketenofen zur Verfügung gestellt. Und, oder was auch immer, was er da gebaut hat. Und da brutzeln wir den Bacon an. Das geht ruckzuck hier. Oh, wie das gut aussieht. Ja. High Noon Barbecue hat dieses Gerät gebaut. Diese Höllenfeuerzange. Ja, oder was auch immer. So, oh.
Bacon. So, Schale hier, dritte Hand haben wir hier, auch eingeflogen. Da können wir schon mal den krossen Bacon, kross und lecker wie vom Bäcker, drauflegen. Ah, oh, Bacon, Freunde. Bacon, geil. Oh, Bacon. 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 That's Bacon. Mhm, ganz genau. Oh. Ja, die wird mir schon reichen. So, ich habe hier meine Bombe hier. Ihr könnt euch erinnern. Quasi. Und jetzt wollte ich den knusprigen Bacon auf so ein Blätterteig legen. Ich habe hier so zwei Dinger geholt. Aber da kommt erstmal Käse drauf. So ein Bergkäse oder hier Butterkäse. Was man so findet, ne? Und Bacon drauf. So, aber ich habe zu wenig Teig gekauft hier. Zu wenig Blätterteig. Eigentlich soll das komplett umschließen hier. Na, so ist das halt beim Vorführeffekt, ne? So, nehmen. Ja, drauf damit hier, ne? Gute Gefährt. Jetzt passt das irgendwie nicht drumrum. Ja, gut, kann im besten auch mal passieren hier, ne? Aber kein Problem, Onkel Johnny hat einen super Trick. Falls ihr auch so ein Problem habt, Käse drauf. Und schon ist das Problem gelöst. Den Prängel, den schmeißen wir jetzt auf den Grill hier. Ich hab's mit Käse ein bisschen getoppt hier. Zu wenig Teig, aber egal. Wir ballern uns das jetzt rein hier. Nicht schlecht. Oh, ne? Das hauen wir jetzt drauf. So, mal ganz entspannt auf den Pellet Smoker hier. Rechts noch das Fleisch vom Beef Buddy. Ich habe aber keine Zeit, mich ums Grillen zu kümmern. Ich muss mich um die Jungs kümmern. So, den ordentlichen Prängel haben wir jetzt hier drauf gelunzt. Mal sehen, was daraus wird. Ja. So, meine Freunde, zum Ende kommt das richtig dicke Ende. Und genau hier unten drunter hat sich's versteckt. Der große Prängel des Glücks. Der Maskenwechsel musste sein. Ich musste bei den Jungs natürlich probieren. Und das haben sie natürlich mitgefilmt. Ganz genau. Oh, sieht ja gut aus. Ja, Freunde, quasi die Käseplatte zum Anschneiden hier, quasi, Freunde. So als Ende, so zum richtigen. Oh, da kommt's gelaufen, ey. Der Käsevulkan läuft aus, ey. Oh, ja. Oh. Freunde, also wer auf Käse steht und Fleisch und ein bisschen Teig, der soll sich den Mega-Pringel des Glücks reinballern. Ab in den Hals, würde ich sagen. Ganz genau, hier nochmal Rezeptzutaten hier. Ich nenne einfach den Mega-Pringel. So, wir sägen mal ab hier. Was noch übrig ist, ne? Ich halte mal hoch hier. Es geht auch ohne ein bisschen weniger Käse, aber Chili Cheese. Ja, ungefähr. Philly Cheese Käse mit ein bisschen Blätterteig drumherum. Oh, im Hintergrund läuft's noch, ey. Oh, ich reiß mal weg, Alter. Oh, ja, so muss das sein, Freunde. Ja, die Jungs waren schon satt gefressen, aber da haben sie noch mal gekostet. Ganz genau, Freunde. Alle greifen schön zu. Ja, Freunde, es war ein gelungenes Treffen. Guckt euch noch die anderen Videos von mir an, ey. Der Dude hat auch noch was gelunzt, ne? Lunsomat Dude 1000. Lasst den Daumen hoch brennen. Boys and Girls, bat euch rein und guckt euch das Event an. Der Dude hat gestartet. Ich hab nachgelegt und guckt euch noch die dritte Nummer an. Das große Ganze.